Kuckuck, ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, bin ich unterwegs. Ratet mal wo. Ja, ich bin mal wieder im Action. Es ist Samstagvormittag. Meine Freundin kommt gleich. Wir treffen uns hier. Und ja, ich dachte, ich drehe heute mal so eine kleine Action-Tour für euch und zeige euch den Action von drin. Genau. Würde ich sagen, mache ich einfach mal. Das Wetter ist auch nicht gerade der Burner. Ganz schön viel los hier heute. Ja, ich melde mich gleich wieder. Wie gesagt, ich bin hier am Action in Biesdorf. Gott sei Dank trocken hier angekommen. Ob das Wetter so bleibt? Joa. Kann sein, dass ich nachher ein bisschen nass werde. So sieht es hier aus. Also ich war schon mal kurz drin und leider gibt es nicht das, was meine Freundin und ich suchen. Ist schon wieder echt der Upturn schlechthin. Ich bin jetzt innerhalb von kurzer Zeit dreimal schon hier. Aber gut, und es ist heute relativ voll. Normalerweise ist es hier doch immer schön leer. Aber nun, es ist Samstag. Und ja, so sieht es auf jeden Fall hier aus. Es ist richtig windig. Und ja, wenn meine Freundin da ist, hüpfe ich mal rein. Beziehungsweise wir. Aber vielleicht gehe ich jetzt einfach schon mal rein. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen filmen für euch. Bis gleich. Ja, ich warte noch auf meine Freundin. Ich laufe jetzt mal Richtung U-Bahn. Ich war kurz wieder im Action drin, aber es ist einfach so voll. Ich kann da nicht mal filmen. Ich bin echt ein bisschen abgenervt. Ja, heute ist echt voll und es gab's oder gibt's nicht das, was wir wollten. War schon ein bisschen nervig irgendwie. Ich meine, es ist ja auch nicht um die Ecke, ne? Aber gut. Ich gucke jetzt mal, wo meine Freundin bleibt. Hier ist Taco. Ist eigentlich auch ganz cool. Da könnt ihr auch mal reinhüppen. Wenn ich schon heute nichts in Action kaufe. Naja, mal gucken. So, hier ist die U-Bahn, so viel ich weiß. Ja. Wie gesagt, da vorne ist Ecki. Ecki. Taco. Futterhaus. Und Ecki. Da hinten ist Müller. Center. Naja, gut. So, meine Freundin Melanie ist jetzt angekommen und jetzt hüppeln wir mal in Action drin. Und ja, schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen für euch filmen. Im Ecki, soweit wie es möglich ist. Hier ist meine Freundin. Wir gehen jetzt mal wieder mal zu Action. Wir sind jetzt drin und es ist richtig voll. Ich muss schauen, inwieweit ich filmen kann für euch. Ich stehe auf jeden Fall hier in den, ja, bei den Angeboten. Angebotswoche. Die sind hier gerade im Angebot. Die Bänder, Knöpfe. Die sind auch im Angebot und hier diese Stickerboxen. Oh Mann, ist das hier voll heute, ey. Total der Abturn, sage ich euch. Drei Paar 1,29. Das ist echt cool. Vielleicht nehme ich mal was für meine Nichte mit. Kinderuhren 2,99. Das ist auch günstig.
Meine Freundin hat gerade gefragt, wegen dem, was wir suchen. Sieht aber schlecht aus. Nicht mehr bestellbar. Ich sag euch auch was. Handlettering. Die sind hier in Biesdorf jetzt ausverkauft und nicht mehr bestellbar. Voll übel. Ja. Hier ist ordentlich was los. Ich mach mal weiter. Thank you.
So, nachdem wir jetzt bestimmt eine Dreiviertelstunde oder Stunde in der Bastelabteilung waren, weil wir auch noch Leute getroffen haben, ja, wandern wir jetzt mal weiter. Ich werde jetzt auch nicht so sehr viel andere Sachen filmen. Das ist echt voll hier heute. Und ich habe soweit wie es geht auf jeden Fall die Bastelsachen für euch gefilmt und melde mich gleich nochmal. Wir sind, denke ich mal, bald durch.
Man findet ja immer was, aber geplant war eigentlich was anderes. Meine Freundin hat auch wieder ihr Korb voll. Guckt sie. Da. Na gut. Dann werden wir mal weiter wandern. Badisches Cowgirl. Ich bin ein badisches Cowgirl. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe ich und sowieso. Happy Birthday to you. Hier ist meine kleine Freundin, die Lara. Die darf jetzt auch mal zu YouTube. Sagst du Hallo? Hallo. Weil sie hat eine Maske. Normalerweise darf sie nicht ins Bild, weil wir zeigen hier keine Kinder. Sag mal Hallo. Hallo. Siehst du gruselig aus. Und die Lara hat heute ein schönes Einhorn-Shirt an. Genau, setze die auch noch auf. Wir albern ein bisschen rum, muss auch mal sein. Juhu. Warte mal. Hallo, liebe YouTube-Welt. Das ist meine kleine Freundin, die Lara. Die sieht heute ganz gruselig aus. Thank you.
Spuk. So, wir sind jetzt draußen und ich hoffe, ich komme trocken nach Hause. Es hat nämlich schon geregnet. Wir waren jetzt bestimmt 2 Stunden im Action. Ja, nachher gibt es einen kleinen Haul, aber so ganz viel habe ich nicht geholt. Man kann ja nicht ständig was kaufen. Aber ein bisschen habe ich wieder mitgenommen. Hier ist jetzt ein bisschen was los. Ich werde mal die Kamera ausmachen. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach nochmal von zu Hause. Schüsselkin. Ich bin zu Hause angekommen und was soll ich sagen? Es regnet. Ich meine, es regnet seit 3 Tagen. Gibt es ja nur Staunen mehr. Ich werde mir jetzt gleich Wasser in die Wanne lassen und in die Wanne schlüpfen, weil ich bin nass geworden. Mir ist jetzt echt ein bisschen sehr kalt. Ich habe irgendwie sogar blaue Lippen. Ich kann meine Hände gar nicht bewegen, die sind ganz nass. Wohlbemerkt fahre ich Roller. Und ich war in Biesdorf und wohne dann doch ein bisschen weiter entfernt. Ja, ich habe die Tasche von meiner Freundin mitgenommen. Die ist ja mit den Öffentlichen unterwegs, weil ihre Tochter dabei war. Sonst wären wir zusammen auf dem Roller gefahren, aber zu dritt geht das natürlich nicht. Ich werde mal gucken. Melanie hat aber noch einen Rucksack, da sind auch noch Sachen drin. Weil ich dachte, wenn ich einen Haul drehe, dann kann ich vielleicht die Sachen, die sie gekauft hat, auch filmen. Warum nicht? Ansonsten gibt es natürlich einen Haul von den Sachen, die ich gekauft habe. So viel ist es nicht, aber ein Haul gibt es trotzdem. Und an dieser Stelle werde ich jetzt den Vlog beenden. Ich wollte euch einfach mal den Action so ein bisschen zeigen und die Sachen, die es da gibt, vor allem auch die Bastelsachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist immer ein bisschen stressig, weil ja, wenn ich dann immer filme, kann ich jetzt oder komme ich nicht so zum Shoppen. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe mir Mühe gegeben. Und ja, jetzt werde ich glaube ich erstmal in die Wanne schlüpfen und mir trockene Klamotten anziehen. Und dann werde ich mir heute, glaube ich, eine lecker Pizza genehmigen. Ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Samstag und bis zum nächsten Video.